Hallo, liebe Leute, und es geht weiter mit... Jetzt habe ich meine Boxen angehabt und habe sie schnell ausgemacht. Ja, es geht weiter mit Final Fantasy VII. Wir wollen ja hier keinen Doppelton. Und deswegen hüpfen wir mal weiter über die Kometen. Oder Steinbrocken, Felsen, Dinger. In den nächsten Kampf. Wieder so einer. Mach mal hier so eine schöne Barriere auf uns. Das finde ich immer gut. Und du machst mal Phönix. Den hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr. Oh Gott, jetzt kriegt der andere Adrenalin. Ist das gut? Mauer. Mauer klingt auch gut. So, dann mach mal deine Limit, Claudi-Line. Das war ja jetzt nicht gerade doll. Du machst mal Feuer 3. Du machst nochmal Eis 3. Anscheinend bewirkt das gerade einfach nicht mehr. Kannst du ihm echt nichts klauen, Tiefer? Das wundert mich. Oh, mir ist der Sid gerade weggestorben. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu lange überlegt. Ja, das finde ich auch. Oh, och, er ist schon tot. Ja, hat sich schon erledigt. Hat sich schon erledigt. Ah, schade, Sid kriegt keine Erfahrungspunkte. Doof finde ich das immer. Wenn einer tot ist am Ende, das finde ich immer doof. Trotzdem müssen wir ihn wiederbeleben. Ich war ja gerade dabei. Ich habe gerade keine Lust auf Hektik hier. So. Achso, und du könntest auch noch mal hier, ne, Tiefer. Du kriegst auch noch so ein bisschen Turbo-Ether. Hast du dir verdient. Mal wieder. Och, Mann, oh. Auf jedem schwebenden Felsbrocken kommt ein Weh. Das ist jetzt derselbe. Na, mal ein anderer. Ach, das war gut. Das ging ja schnell. Hast du gut gemacht, Tiefer. Aber eine Belohnung hast du gerade schon bekommen. Und wieder ein Kampf. Ach, er schon wieder. Es hört ja gar nicht auf mit ihm.
Shiva, die Shiva, ich nehme die Shiva. Die hat nur 218 Schaden, aber das ist nix. Echt nix. Irgendwie müsste man doch mal seinen Panzer zerbrechen können. Schade, dass ich keinen Ich glaube nicht, dass ich Analyse gerade irgendwo drin habe. Niemand hat gerade Analyse. Glaube ich nicht. Wenn wir mal Pandora auf ihn machen, das haben wir ja gelernt. Das war schon ganz gut. Der Typhoon, der macht das aus. Und jetzt machen wir mal unser Pandora, was wir neu gelernt haben. Denn das können wir ja jetzt auch. Jetzt kommt das Fragezeichen nämlich von uns und nicht mehr auf uns. Oh, das ist auch gut. Das läuft ganz gut. Und unsere normalen Angriffe machen mehr Schaden und ziehen uns teilweise weniger Energie ab. Hätte ich gar nicht vorgedacht, dass es so eher in die Richtung läuft. Naja. So, ich möchte einmal kurz in die Limits gucken. Schade, dass ich nicht auf Stufe 3 komme mit Sid. Wie sieht's aus mit Cloud? Schaffen wir das noch? Nee, eher nicht. Und mit Tifa bin ich gerade erst drauf, obwohl sie ist schon recht weit gekommen. Ach Mann, oh. Ein Hops gemacht und schon der nächste und wieder derselbe. Ach ja. Wenn es Spaß macht. In Final Fantasy 8 und aufwärts der Teile gehend heißt es übrigens immer Protes, was wir hier machen. Wir schützen uns quasi. Wir schützen uns. Mit physischen Angriffen. Und dann gibt es natürlich auch noch. Oh, ich muss mal aufpassen hier. Ich muss echt aufpassen jetzt. Oh, ich mach mal Drache. Das wird bestimmt spaßig. Haben wir den Drachen schon gesehen? Mit Sid? Ich weiß es gar nicht. Der macht nicht viel Schaden. Saugt er ihm irgendwas ab oder so? Ja, er hat ihm MP abgesaugt. Mhm. Ja, das haben wir doch auch hingekriegt jetzt. Auch wenn meine Leute ein bisschen zu schwach regeneriert sind, finde ich. Könnte besser sein. Ach, dafür müsste ich natürlich sorgen. So. Ach so, was mich gestört hat gerade eben, ist mir aufgefallen, bei Sid habe ich irgendeine Materie drin, dieses Slash habe ich bei ihm drin. Das finde ich aber gar nicht gut, weil er macht mit seinem normalen Schaden viel, viel mehr
als dieser komische Slash-Dings. Ich weiß gar nicht, warum er das macht. Das hatte ich bei Barrett mal drin, ne? Und dann stand das aber auch dran. Was kann das nicht sein? Ist das vielleicht die Schildmaterie? Oder was ist das hier? Oder Konter? Nee. Warum ist bei ihm dieser komische Slash jetzt drin? Das will ich überhaupt nicht. Finde ich total doof. Aber ich weiß nicht, woher das kommt. Echt nicht. Ich nehme ihm mal das Konter raus. Ja, das nehme ich immer raus. Vielleicht ist dadurch dieses Slash weg. Oder es liegt an seiner Waffe einfach, die er drin hat. Ich weiß das gerade nicht. Und ich gebe ihm mal Genesung. Haben wir nicht sogar noch einen vollen? Nee. Erde hätte ich auch noch. Vielleicht ist das auch ganz gut. Ich gebe ihm mal Erde. Ja, warum nicht? Warum macht er das? Kommt das durch die Ausrüstung? Das muss ich jetzt wissen. Verstehe ich irgendwie nicht. Hm. Und er hat gar keinen Schutz drin, ne? Merke ich auch gerade. Dann geht die Verteidigung aber voll runter. Ja, was soll er denn mal kriegen? Automatisch Spiegel? Nee, dann zaubern wir Angriffe auch auf uns selber. Das ist immer blöd. Vielleicht vor Feuer? Nee, Stärke. Das ist gut. Geben wir ihm mal ein bisschen Stärke. War klar. Warum macht er Slash? Komisch. Ja, das meine ich nämlich. Wieso steht bei ihm Slash? Statt die normale. Vielleicht durch die Feintechnik. Wahrscheinlich durch die Feintechnik. Gut, dass das Vieh immer nicht so stark ist. Hätte ich jetzt gar keine Lust mehr drauf gehabt. So, Sid wieder Level up. Sehr schön. Und dann sind wir auch schon da. Hops, hops, hops. Wo sind wir? Was? Jenova. Es kommt näher. Wie gruselig. Voll gruselig. Ich weiß überhaupt nicht, was, wie wir uns hier... Oh Gott. Mach mal einfach. Ich mach mal eine Zauberbarriere. Ich habe noch nie so weit mit Final Fantasy gespielt, also Final Fantasy 7. Ich weiß also überhaupt nicht, was bei Jenova gerade hilft und nicht hilft. Ich weiß aber, dass ich mich auf jeden Fall hier schützen muss. Absorbieren. Was absorbierst du mir? Was nimmst du mir weg? Ja, wir klauen einfach mal. Von solchen großen Bossen kann man ja auch mal gut was wegnehmen. Nicht zu stehlen. Schade. Feintechnik hier. Machen wir mal Beta. Das war ganz gut. Regina auf Cloud, damit er sich währenddessen selber heilt, für egal was jetzt kommt. Und dann... Genau, alle drei angreifen ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Ist Sids Schaden geringer gerade? Ich weiß es nicht. Er gibt mir einen Stopp.
Fett Phoenix mal einsetzen. Ich hoffe, das ist keine falsche Idee gewesen. Ach, das war aber gut mit Phoenix. Und Pandora. Oh, das war auch gut. Das hat eigentlich ganz gut geholfen. Ich greife so gut ich kann an, wenn ich kann. Aber ich muss natürlich auch auf mich selber achten, dass ich nicht drauf gehe. Ich glaube, wir haben einen so einen Arm platt gekriegt. So sieht das jedenfalls aus. Ich hoffe, dass Shiva jetzt noch was rausholt, weil das Ding gerade runtergezählt hat. Und das ist gar nicht gut. Das hat nicht viel gebracht. Gar nicht viel. Mach nochmal hier so eine Mauer, was auch immer das mir gerade bringt. Das ist alles besser als nichts. Oha, wir haben es sogar noch geschafft, obwohl es gerade auf den letzten Drücker runtergezählt hat, Leute, ey. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Hätte ich gerade nicht gedacht. Ich dachte, jetzt kommt so der Mega-Angriff. Damit hätte ich jetzt eher gerechnet. Es war echt knapp jetzt. Einmal noch eine Sekunde später und es wäre es gewesen. Ach ja, ein schönes Geräusch. Licht, ein Licht ist das. Ist das Licht holy? Oh, verflixt, Mann. Barrett? Was? Also sind wir alle wieder beisammen? Na? Sephiroth. Ah, ist das die wirkliche Macht von Sephiroth? Mein Körper, ich habe die Beherrschung über meinen Körper verloren. Ah! Meine Vorderbeine, meine Hinterbeine, mein Schwanz reißt fast ab. Das ist ja ganz schön übel. Der spielt in einer anderen Liga. Ich weiß nicht, ob ich weiter... Cloud. Ah. Da. Es ist... Da! Cloud?
Holy, das ist Holy. Holy leuchtet. Eris Gebet leuchtet. Holy? Eris? Es ist noch nicht vorbei. Das ist noch nicht das Ende. Und wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Part von Final Fantasy VII. Sorry, dass ich hier einen Cut machen muss, aber die Zeit ist sonst leider zu viel. Zu viel, kann man das sagen? Die Zeit ist zu weit fortgeschritten. Und deswegen werden wir sehen, was mit Sephiroth hier am Ende passiert. Bis dann. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Tschüss.